die Ursprünge der Engel in alten Schriften und Gemäuern. Die berühmte Basilika von Otto Beuren, eine wahre Engelschatzkammer. Diese Rokokokirche ist eine der Kirchen Deutschlands mit den meisten Engeln überhaupt. Hier treffe ich gleich einen Mann, der sich mit Engeln auskennt wie kein zweiter. Und zwar den Religionswissenschaftler Professor Johann Haffner. Sein Spezialgebiet Engelsforschung, Angelologie. Haben denn Engel eine so große Bedeutung für die christliche Religion? Natürlich, weil in der Bibel finden wir den Begriff Angelos oder Nuntius 305 Mal verwendet. Und die verschiedenen Funktionen dieser Engel, die sehen Sie hier am Seitenaltar. Ganz oben die Thronengel, die Gott loben, darunter die Schutzengel, die zu den Menschen herabsteigen und schließlich die Putten, die alle Ränder und Simse bevölkern. Putten, das sind kleine Kinderengel. Die Bibel lässt Engel besonders häufig als Boten Gottes in Erscheinung treten. Am bekanntesten dürfte die Begegnung zwischen Maria und dem Erzengel Gabriel sein, von der das Lukas-Evangelium berichtet. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Als Bote Gottes wirkt Gabriel auch im Islam. Nach der Vorstellung der Muslime erschien der Erzengel dem Propheten Mohammed über 20 Jahre hinweg. Die Engel haben im Islam eine besondere Bedeutung, weil sie zu den 5 Glaubensinhalten gehören, zu denen jeder Moslem aufgerufen ist, sie auch festzuhalten. Eine besondere Stellung nimmt Gabriel ein, weil er derjenige ist, der dem Propheten den Koran diktiert. Damit übernimmt der Islam eine Figur aus dem Judentum und aus dem frühen Christentum, dass Gabriel der Engel der Prophetie ist, der den Menschen das Wissen Gottes bringt. Viele Menschen glauben, dass Engel in ihr Leben eingreifen, dass sie ihr Schicksal beeinflussen. Was sagt dazu ein Naturwissenschaftler? Wie betrachtet der Evolutionsbiologe Professor Ulrich Kutschera das Phänomen der Engel? Für einen Biologen wären Engel Wirbeltiere, die 6 Gliedmaßen hätten. 2 Arme, 2 Beine und zusätzlich noch 2 Flügel. 6 Extremitäten tragenden Landwirbeltiere hat es nie gegeben und kann es auch nicht geben. Was macht Sie da so sicher? Wir wissen aus der Evolutionsforschung, dass der Tetrapoden-Bauplan, also Tetrapoden Vierfüßer, die Vierfüßerstruktur, bei Schildkröten, bei uns Menschen, wir finden ihn hier bei einem Vogel, 2 Beine, 2 Flügel, wir finden ihn beim Schwein. Und dieser Bauplan wird während unserer vorgeburtlichen Entwicklung genetisch verankert, fixiert und durchlaufen. Es gibt natürlich und gab immer schon Missbildungen, genetische Monster, Mutanten mit 5 oder 6 oder 8 Extremitäten. Diese Monster der Evolution sind in einzelnen Individuen sofort ausgestorben.
Für die Engel gelten die Gesetze der Naturwissenschaft überhaupt nicht. Sie haben keinen Stoffwechsel, sie essen nicht, sie trinken nicht, sie altern nicht, sie sterben nicht. Sie leben in einer Welt reiner Geistigkeit und deshalb nennt sie die Tradition Intelligenzen oder reine Geister. Es ist geradezu die Funktion der Engelvorstellung, mit mehreren Welten zu rechnen. Und das sehen wir sehr schön in dem Relief hinter mir. Jakob schläft am Boden und über ihm öffnet sich der Himmel. Und diese beiden Welten, der Boden und der Himmel, wird verbunden durch die Engelsleiter, wo die einzelnen Wesen auf- und absteigen. Mutanten oder reine Geister? Welches Bild wird den Engeln eher gerecht? Ein Mann muss es wissen, und zwar der Benediktinerpater Anselm Grün. Seine Bücher über Engel füllen jedenfalls schon seit Jahren die Bestsellerlisten. Die Kirchenväter sagen, man soll mehr über die Aufgabe der Engel reden und nicht über das Wesen. Denn das Wesen können wir nicht erforschen. Man kann nur bildhaft über die Engel sprechen. Die Künstler haben deswegen die Engel mit Flügeln dargestellt. Wenn man genau wissen will, was sie sind, dann fliegen sie weg. Denn gemäß der Tradition sind Engel körperlose Geistwesen. Welches sind die zentralen Aufgaben der Engel? Gott schickt die Engel zu uns, um uns zu beschützen, um uns zu begleiten auf unserem Weg. Im Psalm 91 heißt es, seinen Engeln hat er befohlen, uns zu behüten auf all unseren Wegen. Engel sind also nicht nur Boten Gottes, sondern auch Schutzgeister für uns Menschen. Die Theologie sagt, dass jeder Mensch als Kind mit seiner Geburt einen Engel bekommt, der ihn begleitet und ihn auch über die Schwelle des Todes hinwegdrängt in die Arme Gottes. Der Erzengel Raphael gilt als das Urbild des Schutzengels. Die Bibel erwähnt ihn im sogenannten Buch Tobit. In dieser Erzählung begleitet Raphael, in der Gestalt eines Mannes, einen Jungen namens Tobias auf eine längere Reise. Sein Auftrag lautet, den Jugendlichen zu beschützen. Die abenteuerliche Reise führt die beiden auch an die Ufer des Tigris, in dem sich gefährliche Raubfische tummeln. Als Tobias ein Bad nehmen möchte, nähert sich dem Jungen ein Fisch. Gerade noch rechtzeitig kann Raphael ihn vor der Gefahr warnen. Und nicht nur vor dieser. Erst als Raphael Tobias sicher zurück nach Hause gebracht hat, berichtet er von seiner himmlischen Mission. Ich bin nicht aus persönlicher Güte zu dir gekommen, sondern nach dem Willen unseres Herrn. Schutzengel greifen somit nicht von sich aus in unser Schicksal ein, sondern nur im Auftrag Gottes. Wo ist denn der Schutzengel, wenn einem Menschen etwas zustößt, wenn ihm etwas passiert? Wir dürfen uns die Schutzengel nicht so naiv vorstellen. Die Schutzengel schützen uns nicht vor jeder Krankheit und vor dem Unfall und vor dem Tod, aber ganz bestimmt in der Krankheit und im Unfall, im Tod. Sie schützen den innersten Kern. Dieser innerste Kern kann auch durch den Tod nicht zerstört werden. Engel sind angesagt. Ein ganzer Industriezweig lebt heute von der Produktion gefälliger Engelfiguren, Bücher und CDs. Die Kunden, religiöse Traditionalisten ebenso wie esoterische Sinnsucher. Der Religionspsychologe Sebastian Murken erforscht, was Engel für beide so anziehend macht. So ein Schutzengel wie hier ist natürlich eine wunderbare Symbolisierung der modernen esoterischen Engel und was diese verkörpern. Es ist so, dass Engel immer bei uns sind und im Gegensatz zur biblischen Vorstellung den Menschen dienen, ihre Wünsche erfüllen und das macht diese Beziehung so besonders attraktiv. Wenn man sie braucht und sich nach ihnen sehnt, sind sie da. Wenn man sie nicht braucht, halten sie sich im Hintergrund und verlangen nichts weiter.
Stadt, die einen Engel vor der Pforte hat. Ich trage seinen großen Flügel. Zwei Drittel aller Deutschen glauben an Schutzengel. Eine von ihnen ist die Frankfurter Sängerin Katrin Glenze. Heute war in der Losung, das sind so Bibelverse für jeden Tag, dass Gott seinen Engeln befiehlt, uns zu schützen, auf uns aufzupassen. Und ich kenne das seit meiner Kindheit. Und wenn ich heute mit der Mascha abends bete und für sie bete, dann bitte ich Gott auch immer, dass er seine Engel um sie stellt. Und als Mutter beruhigt mich das natürlich total. Ich weiß einfach, dass sie ja wirklich Schutzengel hat. Oh Gott, schließ um mich deinen Mantel fest. Ich weiß, ich bin im Kugelglas der Rest. Und wenn der letzte Mensch die Welt vergibt. Ja, ich glaube, dass Engel die eben die Boten Gottes sind. Und deswegen würde ich zu Gott beten und nicht zu den Engeln. Ich will meinen Wunsch und meine Bitte ja direkt loswerden und mit Gott besprechen. Und er handelt eben daraufhin. Manchmal durch Engel, manchmal aber auch nicht. Und ja, also ich glaube, Engel sind um uns und mit uns. Aber der, der mit uns die Beziehung pflegt, das ist Gott. Gebete zu Engeln sind für Christen tabu. Davon berichtet auch die Johannes-Offenbarung. Als der Seher Johannes vor einem Engel niederkniet und ihn anbeten will, mahnt dieser: Gib Acht, nur nicht. Ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht. Gott, den bete an. Wenn ich es also richtig verstanden habe, dann sind Engel so eine Art Mittlerinstanz zwischen Gott und den Menschen. Einerseits überbringen sie den Gläubigen Gottes Willen, andererseits stehen sie den Menschen bei und helfen ihnen. Sind Engel so etwas wie die unsichtbaren Freunde der Menschen? Ja, nicht nur. Wir haben in der Bibel sehr viele Zeugnisse, wo die Engel das Strafgericht Gottes über die Menschen bringen. Als Posaunenengel schütten sie die Naturkatastrophen über die Menschheit aus und als Schalenengel bringen sie Mühsal und Drangsal. So heißt es in der Johannesapokalypse: Gott lässt seine Schalenengel den Weltuntergang herbeiführen, indem diese 7 Plagen über die Menschheit ausgießen. Diese Plagen lösen verheerende Naturkatastrophen aus. So verwandelt sich das Wasser von Seen und Flüssen in Blut. Während die sengende Sonne Menschen, Tiere und Felder ausdörrt. Zuletzt hüllt eine Sonnenfinsternis die Erde in ewige Dunkelheit. Die Engel sind nicht nur freundliche Wesen, die den Menschen im Nachthemd schöne Dinge bringen, sondern vollziehen zum Teil das Gericht Gottes. Dabei muss man aber unterscheiden, ob man von den Dämonen spricht, die selbst gefallene Engel sind und nur dazu da sind, den Menschen zu verführen, oder die Heerscharen, die Gott wie ein Hofstaat umgeben und ab und zu als militärisches Heer direkt ausrücken, um die Mächte der Finsternis zu bekämpfen, oder die Strafengel. Demnach sind Engel gar nicht böse, sondern sie führen nur die furchtbaren Strafen Gottes aus. Oder sind sie es vielleicht doch? Da oben sieht man Engel, die sich mit Schwertern bekämpfen. Ganz oben der gute Erzengel Michael. Da unten sind die bösen Engel, allen voran Luzifer. Besser bekannt auch als der Teufel. Auch Luzifer war einmal ein guter Engel. Doch dann entschied er sich für die böse Seite. In der Bibel wird er auch benannt als der Satan oder der Drachen. In der Johannes-Offenbarung heißt es dazu: Da entbrannte im Himmel ein Kampf. Michael und seine Engel erhoben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und seine Engel kämpften,
aber sie konnten sich nicht halten. Und sie verloren ihren Platz im Himmel. Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt und die ganze Welt verführt. Der Drache wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen. Der Engelsturz war nur möglich, weil die Engel einen freien Willen haben, genauso wie die Menschen einen freien Willen haben. Die Urversuchung der Engel war, sein zu wollen wie Gott. Und weil sie es nicht dicht unterordnen wollten, ist der Luzifer abgestürzt zum Dämon. Und das ist ja auch die Versuchung des Menschen, sein zu wollen wie Gott. Das ist die Ursünde, sich nicht mit einem Menschsein zu begnügen. Der Hochmut könnte eine mögliche Ursache dafür sein, warum Luzifer und seine 200 Schergen von Gott abgefallen sind. Zum Engelsturz finden wir sehr unterschiedliche, zum Teil auch absolut widersprüchliche Geschichten. Manche stehen in der Bibel, andere finden wir in den wesentlich älteren Mythen und Legenden aus dem alten Orient. Der zweite Grund ist im ersten Buch Mose beschrieben. Als die Menschen anfingen, sich auf der Erde zu vermehren und ihnen Töchter geboren wurden, sahen die Göttersöhne, dass die Menschentöchter zu ihnen passten. Und sie nahmen sich Frauen aus allen, die ihnen gefielen. Das dritte Motiv wäre der Neid. Die Engel sehen, dass Gott den Menschen erschafft und die Schöpfung um ihn herum baut. Und sie fragen, warum bevorzugt er diese Kreatur? Und noch dazu, warum bevorzugt er es, Mensch zu werden, anstatt Engel zu werden? Sie akzeptieren diesen Entschluss nicht und das ist der Grund für ihren Fall. Der Erzengel Michael hat daraufhin Luzifer und seine 200 Getreuen aus dem Himmelreich vertrieben und auf die Erde geworfen. Für die Theologen der frühen Christenheit stand damit fest, Todsünden wie Wollust, Hochmut und Gier kamen erst mit dem gestürzten Satan auf die Erde. Das sind Fantasiegeschichten, für die es keinerlei faktische Grundlage gibt. Engel, Geister, Götter, Dämonen, wie sie auch alle heißen, erwachsen aus der Angst des Menschen vor dem Tod. Menschen sind Lebe- und Sterbewesen. Die Todesangst führt dazu, dass man sich solche Vorstellungen macht. Die Religionen leben davon, Esoteriker leben davon. Wir können aber aus Sicht der modernen Naturwissenschaft definitiv ausschließen, dass es so etwas gibt. Die Welt wäre ein Narrenhaus, wenn solche Kräfte wirken würden. Es geht aber in der realen Welt naturgesetzlich zu. Die Naturgesetze können wir erforschen und nach denen funktioniert alles. Engel und Teufel, Gut und Böse in einer Person. Diese Gegensätze finden auch in der heutigen Welt Anklang. Engel sind auch in der Jugendkultur gefragt. Das zeigt beispielsweise die Figur des Comichelden Angel aus der Actionreihe X-Men. Wie stark das Motiv des Engelfalls ist, zeigt sich daran, dass es noch durchschlägt bis in die Populärkultur. Im Comic X-Men gibt es einen Mutanten, der heißt Angel oder Engel, weil er mit Flügeln ausgestattet ist. Er schließt sich dann der Gegenmacht an, die angeführt wird von einem gewissen Apokalypse. Das ist der Name für den Endzustand aller Dinge. Er durchläuft eine schmerzhafte Transformation, ihm werden die Flügel abgerissen und er bekommt stattdessen Metallfedern angesteckt. Von nun an treibt er sein Wesen als apokalyptischer Reiter mit dem Namen Death. Glücklicherweise bekehrt sich dieser Engel wieder im Comic, anders als im Christentum, wo es keine Erlösungsmöglichkeit für die Engel gibt. Demnach gibt es für die gefallenen Engel kein Zurück mehr. Auch bei ehrlicher Reue kann aus Satan nie wieder der Lichtengel Luzifer werden. Die alten Mythen vom Engelsturz, die Geschichten von den Bösen, von den kämpfenden Engeln, wer kennt das denn doch? Engel sind doch heutzutage in unserer Vorstellung vor allem gute Wesen. Und wir bezeichnen ja selbst Menschen, die sehr hilfsbereit sind, die sich aufopfern für andere Menschen. Selbst die bezeichnen wir ja als gute Engel.
Menschen und Engel. Für die Theologie sind sie zwei ganz unterschiedliche Geschöpfe Gottes, die in getrennten Welten leben. Für die meisten von uns sind die Grenzen verwischt. So betrachten wir gerne Kinder als Engel, besonders wenn sie noch klein und unschuldig aussehen, so wie die Kinder des St. Michaeli-Chores von Hildesheim beim alljährlichen Engelsfest. So, jetzt möchte ich einmal von euch wissen, wer von euch glaubt an Engel? Und da gehen fast alle Arme hoch. Kennt jemand von euch solche Schutzengel, die euch heute beschützen? Meine Mama hat mir früher, als ich noch klein war, hat sie mir immer erzählt, dass wenn sie selbst oder mein Papa mal in den Himmel kommen, dass sie später auf mich aufpassen, wenn ich dann erwachsen werde und selbst Kinder habe. Also meine Oma ist schon seit ein paar Jahren gestorben und da hat mir meine Mutter das auch erzählt, dass die jetzt irgendwo als Engel rumfliegt. Ist deine Oma dein Schutzengel heute? Ja. Kennen das andere von euch auch? Du? Ich weiß, dass es ist, dass die Engel, also wenn jemand stirbt, dass es dann ein Engel wird. Die Kinder haben mir gerade erzählt, dass sie daran glauben, dass Engel auch in Gestalt eines Menschen auf der Erde präsent sein können. Wo kommt das eigentlich her? Gibt es dafür ursprüngliche Beweise, zum Beispiel in der Bibel, in der Religion? Wenn man in die Bibel schaut, dann sieht man ja, dass an allen entscheidenden Stellen immer wieder Engel auftauchen, die das Geschick der Geschichte ändern. Und es ist oft so, dass offen gelassen wird, ob das nun Engel oder Menschen sind. Das heißt, es wird davon erzählt, dass zum Beispiel Menschen auftreten und erst später das Gegenüber merkt, dass es sich eigentlich um einen Engel gehandelt hat. Gerade wenn kleine Kinder sterben, werden sie von Hinterbliebenen gerne als Engel betrachtet, die im Himmel weiterleben. Die Idee, dass gerade Kinder, die versterben, zu Engeln werden, ist natürlich eine sehr tröstende Idee, die das Diesseits mit dem gedachten Jenseits verbindet. Und darin wird auch deutlich, dass wir keineswegs eine säkulare Gesellschaft sind, sondern dass das Bedürfnis in irgendeiner Weise, das Jenseits, die andere Seite zu denken, sehr stark ist. Und die Engel bieten da eine sehr starke Metapher, auch dadurch, dass sie als Bild in unserer Gesellschaft und Kultur so präsent sind und damit auch eine Anbindung an das Sinnliche gegeben ist. Die Vorstellung, dass Menschen engelsähnlich sind, begleitet seit zwei Jahrtausenden den christlichen Glauben. Eine besondere Rolle spielt dabei die Taufe. Taufe bedeutet in christlicher Sicht, dass die Christen mit Christus sterben und mit ihm auferstehen. Und in der Volksfrömmigkeit gibt es die schöne Vorstellung, dass wir dadurch engelsgleich werden. Dass also die Auferstehung sehr viel damit zu tun hat, dass wir auch jetzt schon als Christen Engel sind und dadurch einen ganz engen Kontakt zu der himmlischen Welt auch hier auf der Erde haben. In der Bibel finden sich mehrere Geschichten, in denen gute Menschen mit Engeln verglichen werden. Nach hebräischem Volksglauben suchten Engel sogar die Nähe tugendhafter Menschen, um mit ihnen in einer Art Orden zusammenzuleben. So etwa in der Essener Gemeinde von Qumran. Diese lebte vor rund 2000 Jahren am Toten Meer. Die Schreiber der Essener verfassten und kopierten hunderte religiöser Texte. Diese bewahrten sie in versiegelten Tonkrügen auf und versteckten sie in den Felsenhöhlen der Umgebung. Unter den 1947 entdeckten Schriftrollen fand sich auch die Ordensregel von Qumran. Diese strenge Satzung legte fest, wer alles in die auserwählte Gemeinschaft aufgenommen werden konnte und wer nicht. Ist ein Tor dabei,
ein Verrückter oder irgendein irrender Einfältiger, einer mit schlechten Augen, der nicht sieht, ein Lahmer oder Hinkender oder Tauber oder ein kleiner Knabe. Nicht darf einer von diesen in die Gemeinde hineinkommen, denn Engel der Heiligkeit sind unter ihnen. Wenn die Schriften, die wir in Qumran gefunden haben, das dortige Leben auch beschreiben, dann können wir davon ausgehen, dass es ein Orden war, der äußerst streng lebte. Die Männer dort verstanden sich als Söhne des Lichts, die zusammen mit den guten Engeln lebten und gegen die Söhne der Finsternis kämpften, die von den Teufeln und den gefallenen Engeln angeführt werden. Wir finden eine ähnliche Vorstellung auch im Christentum, wenn auch weniger martialisch. Das Klosterleben wird gerne beschrieben als Vita Angelica, als engelgleiches Leben. Denn die Mönche versuchen, die Engel nachzuahmen in Keuschheit und im Lobpreis Gottes. Warum? Weil sie vermuten, dass seit dem Sturz Luzifers Plätze im Himmel frei geworden sind und sie nun ein Anrecht haben, wenn sie möglichst engelgleich leben, diese Plätze auch zu erringen. Nach traditionellem Verständnis bilden die Engel im Himmel eine Gemeinschaft mit Gott. In der Johannes-Offenbarung ist die Rede von 10.000 mal 10.000 Engeln. Eine Größe, die aussagen soll, im Himmel sind mehr Engel, als der Mensch zählen kann. Wenn es Millionen von Engeln im Himmel gibt, wie leben die denn dort? Die müssen ja irgendwie organisiert sein, und das sind sie auch. Seit dem 3. Jahrhundert unterteilt die Kirche den himmlischen Hofstaat in 9 verschiedene Chöre. Auf der untersten Stufe, das ist der 9. Chor, befinden sich die einfachen Engel, die nahe beim Menschen sind, wie zum Beispiel die Schutzengel. Und ganz oben haben wir noch 2 Chöre, die ganz bei Gott sind, die Cherubim und die Seraphim. Leicht zu erkennen an ihren 6 und 4 Flügeln. Es soll ja Menschen geben, die zu Engeln einen ganz besonderen Draht haben, die Engel sehen können und sogar mit ihnen reden können. Eine dieser Personen ist Alexa Kriele. Und sie bezeichnet sich gar nicht als Esoterikerin oder als Engelheilerin. Nein, ganz im Gegenteil. Sie sieht sich als Engeldolmetscherin. Und sie findet auch, dass ihre Gespräche mit den Engeln durchaus vereinbar sind mit der christlichen Lehre. Engel geben Antwort. Wie rufen Sie die Engel, Frau Kriele? Naja, Engel sind ja keine Dienstboten. Die kann man nicht rufen. Denen kann man auch nicht befehlen, sie sollen gefälligst jetzt mal irgendwas tun. Man kann sie bitten. Und meistens entsprechen sie der Bitte. Und dann sagen sie, bitte, hast du Fragen? Bitte dann frag. Wie kommunizieren Sie denn mit den Engeln? Also wenn Sie eine Frage formulieren, reden Sie laut? In welcher Sprache sprechen Sie? Ich höre keine Stimmen. Es gibt auch keine hörbaren Stimmen im Raum, sondern es gibt für mich ein inneres Wissen. Vielleicht könnte man es nennen, eine sehr konzentrierte Form von Intuition. Wenn Ihnen die Engel jetzt also diese Bilder oder diese Informationen übermitteln, sehen Sie auch die Übermittler? Sehen Sie die Engel? Ja. Wie sehen die aus? Im Allgemeinen so, wie große Künstler sie dargestellt haben. Es gibt Engel, die sehr stehend wirken. Es gibt Engel, die kommen sozusagen mit ihrem Windhauch. Es gibt Engel, die sind sehr pompös. Es gibt auch ganz bescheidene, ganz schlichte Engel. Es gibt Engel, die scheinen zu sitzen. Es gibt Engel, die scheinen in Bewegung zu sein. Das ist ganz unterschiedlich. Warum sprechen Sie eigentlich die Engel an und nicht Gott höchstpersönlich? Das ist ungefähr so wie mit dem Parkplatz und dem Chef der Firma. Es ist natürlich so, wenn ich einen Parkplatz suche, dann kann ich ganz hoch bis in den 13. Stock zum Chef. Wahrscheinlich macht er Folgendes. Der ruft unten den Parkwächter an und sagt, hallo, Johann, weißt du, wo ein Parkplatz frei ist? Also gehe ich gleich zum Parkwächter und sage, wissen Sie noch, wo ich hier einen Parkplatz kriegen kann? Es ist Arbeitsteilung. Die Engel sind ja keine Konkurrenten Gottes, sie sind Geschöpfe Gottes. Sie sind seine Helfer. Sie sind in seinem Namen und in seinem Auftrag unterwegs. Und wenn ich einen Engel frage, frage ich immer Gott. Indirekt halt. Als Naturwissenschaftler kann ich nur akzeptieren und auch erforschen,
was real existiert, was wir sehen können, messen können, mit unseren vielfältigsten Methoden nachweisen können. Es gibt keinerlei empirische Belege für die Existenz von Engeln. Es sei denn, man würde ein versteinertes Skelett zum Beispiel finden, mit vier Beinen und engelartigen Extremitäten fortsetzen. Würde mir ein esoteriker oder religiös geprägter Mensch so ein Skelett vorlegen, könnte man über das Engelproblem aus wissenschaftlicher Sicht neu diskutieren. Wer sich selbst ein Bild von Engeln machen möchte, kann sie in vielen Kirchen aufsuchen. Hier sind vor allem jene drei Erzengel anzutreffen, deren Namen auch die Bibel nennt. Er gilt als der mächtigste, Erzengel Michael. Indem er den Teufel besiegte, verhinderte er, dass sich die dunkle Seite der Macht im Himmelsreich ausbreiten konnte. Das Schwert ist daher sein ikonografisches Symbol. Die Tradition sieht in Michael auch einen himmlischen Priester, der die Seelen der Verstorbenen auf die Waage legt und die Untadligen ins Himmelreich geleitet. Nur wenige der 10.000 mal 10.000 Engel sind uns namentlich aus der Bibel bekannt. Und einer davon, der prominenteste, ist Michael. Michael ist ein Kunstwort und aus dem Hebräischen abgeleitet, setzt es sich zusammen aus Mi, Wer, Cha, Wie, El, Gott. Also als Satz ausgesprochen, wer ist wie Gott. Michael tritt auf als Herold, als der Erzengel, der Anführer der Heerscharen, als der Überbringer von Botschaften, als der Besieger des Drachen. Und er übernimmt in der Christentumsgeschichte eine so überzeugende Bedeutung, dass er bei den Zeugen Jehovas zum Beispiel oder bei den Gnostikern sogar mit Christus selber identifiziert wird. Erzengel Gabriel gilt im Christentum als zweithöchster Engel nach Michael. Sein hebräischer Name lautet Gabriel, was so viel bedeutet wie meine Kraft ist Gott. Gabriel erscheint in der Bibel als himmlischer Gesandter, der den Menschen die Beschlüsse Gottes mitteilt. Seine ikonografischen Symbole sind die Schriftrolle und die Lilie. Gelegentlich wird Gabriel auch mit erhobener Hand dargestellt, in seiner Eigenschaft als Engel, der Träume und Visionen deutet. Der dritte Erzengel der Bibel ist Raphael. Sein Name lässt sich mit Arznei Gottes übersetzen oder mit Gott hat geheilt. Raphaels Symbole sind der Fisch, aus dessen Innereien er diverse Heilmittel gewinnt, sowie der Medizinbeutel. Raphael ist der Inbegriff des Schutzengels, der Glück und Erfolg bringt. Er gilt als der Patron der Mediziner und der Reisenden. Raphael heißt Gott heilt. Raphael ist der Engel der Heilung. In der Tobias-Geschichte heilt er die Beziehung zwischen Mann und Frau. Er befreit die beiden von Lebensmustern, die einen hindern, in eine Beziehung zu gehen. Und Raphael heilt die Beziehung zwischen Vater und Sohn, also zwischen Eltern und Kindern. In den Evangelien erscheinen Engel ein letztes Mal. Und zwar, um am Grabe Christi den trauernden Frauen mitzuteilen, dass Jesus auferstanden ist. Erscheinen uns Engel seitdem eigentlich gar nicht mehr? Haben sie uns nichts mehr zu sagen? Doch die Engel erscheinen auch in unserem Leben und die biblischen Geschichten wollen uns zeigen, dass diese Szenen auch in unserem Leben möglich sind. Auch in unser Leben kommt ein Auferstehungsengel, der den Stein wegwälzt, der uns blockiert und vom Leben abhält, damit wir aufstehen aus dem Grab unserer Angst. Und Gott schickt auch den Engel in unsere Situation von Angst, von Ohnmacht, von Verlassenheit und Einsamkeit. Der Engel richtet uns immer wieder auf, dass wir wie Elia aufstehen, den Mut haben, steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich. Dieser Engel tritt auch in unser Leben. Die Definition von Engel ist also ganz weit gefasst. Sie reichen von Götterboten über hilfreiche Menschen bis hin zu einer plötzlichen Eingebung. Wo aber kommen Engel eigentlich her?
dieses Bild, das wir von Engeln haben. Die Ursprünge liegen tausende von Jahren zurück und sie führen uns in den alten Orient und nach Ägypten. Im 13. Jahrhundert vor unserer Zeit befanden sich die Stämme Israels in ägyptischer Gefangenschaft. Dort machten sie wahrscheinlich ihre erste Bekanntschaft mit geflügelten Götterwesen. Nun, der alte Orient kannte zahlreiche geflügelte Gottheiten. Oft handelt es sich um Wächter oder um Schutzgottheiten, wie beispielsweise hier die Göttin Selkis am Sarkophag von König Tutanchamun. Diese Göttin allerdings ist eine reine Schutzgottheit. Sie hat nichts mit dem Wesen zu tun, wie wir die Engel kennen, also als Götterboten. Aber man kann wohl durchaus sagen, dass diese Figuren bildgebend waren für das Engelsbild, so wie wir es kennen, mit den Flügeln. Nachdem Moses die Israeliten aus Ägypten geführt hat, kamen sie noch zwei weitere Male in Kontakt mit geflügelten Wesen. Zunächst mit den Götterbildern der Babylonier, die Jerusalem im 6. Jahrhundert eroberten. Und anschließend mit den Persern, die auf die Babylonier folgten. Die Vorstellung übernatürlicher Wesen mit Flügeln, die stammt also aus den Kulturen des alten Orients. Doch wie wurden aus antiken Wächterfiguren, aus gefiederten Göttern, unsere Engel? Also Engel, die im Himmel kämpfen, die Gott dienen und die hier auf der Erde den Menschen die Botschaften Gottes überbringen. Der Siegeszug Alexanders des Großen durch Nordafrika brachte die Israeliten in Kontakt mit dem Hellenismus. Viele jüdische Familien zog es fortan in die prosperierenden griechischen Städte an der Mittelmeerküste. In diesem Umfeld lernten sie auch den griechischen Gott Hermes kennen. Dieser fungierte als Götterbote und geleitete die Verstorbenen ins Totenreich. Beide Aufgaben finden sich später auch bei den biblischen Engeln wieder. Doch auch Hermes hatte ein älteres Vorbild: den altägyptischen Götterboten Thoth. Aus der Vielschichtigkeit der Götterwelt der Antike haben die Engel bestenfalls eine Funktion übernommen, nämlich die des Götterboten. Wir kennen den ägyptischen Gott Thoth als Götterboten, beispielsweise bei der Verkündigung der Schwangerschaft der Königin, die einen Thronfolger gebären wird. Thoth ist übrigens gleichbedeutend mit dem griechischen Götterboten Hermes. Und da sind wir schon sehr nahe bei dem Gedanken des Engels als geflügelten Boten. Ein ganz anderes Bild von geflügelten Engeln hat der römische Liebesgott Amor geprägt. Sein Motiv griffen besonders die Künstler im Rokoko auf. Sie entwickelten daraus die dekorativen Kinderengel zur Ausschmückung von Kirchen und Gemälden. Kinderengel sind also nichts anderes als eine bloße Modeerscheinung. Nur drei Engel haben einen Namen, und zwar einen männlichen Namen. Woher kommt dann bitte sehr diese Vorstellung von einem weiblichen Engel? Engel in Frauengestalt haben ebenfalls keine biblische Grundlage. Es waren die Künstler des Spätmittelalters, die Maria als himmlische Regentin darstellten, umgeben von einem weiblichen Hofstaat, dem Engelhofstaat. Wir können die Engel nur in Bildern darstellen. Das sind Bilder der Liebe bei Fra Angelico, die etwas Zärtliches an sich haben. An Weihnachten unter dem Tannenbaum habe ich auch Engel zu Hause. Da sind sie hübsch anzusehen. Es sind eben nette Fantasieprodukte religiös-esoterisch geprägter Menschen. Und da haben sie dann auch ihre Daseinsberechtigung. Auch wenn wir psychologisch verstehen können, warum Engel so attraktiv sind, nämlich weil sie Grundbedürfnisse nach Schutz, Hilfe, Sinn und Selbstwert erfüllen, heißt es noch lange nicht, dass wir damit Aussagen darüber machen können, ob es Engel gibt oder nicht. Vielleicht hat das Gespür für das individuelle Eingreifen von Engeln heute abgenommen. Aber in den modernen Phänomenen der Eigendynamik von Politik und Wirtschaft entsteht vielleicht so etwas wie eine
neue Gegenwart der Engel, und zwar diesmal unter ihrem Aspekt als Mächte und Gewalten. Über Jahrtausende hinweg haben Engel unterschiedlichste Rollen gespielt. Doch welche Macht haben sie heute? Für viele Menschen, nicht für alle, aber für viele haben Engel eine sehr große Bedeutung im Alltagsleben. Sie fühlen sich von ihnen begleitet, beschützt. Sie vertrauen den Engeln. Insofern ist die Macht der Engel für jeden Einzelnen genauso groß, wie er es für sich zulässt. Und morgen.